Jo, meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido und ich bin hier mit Shindy bei Backspin TV. Viel Spaß dabei. Danke, dass ihr euch ein bisschen Zeit für uns genommen habt, so also zum Herbst, zum Ende der Tour. Ihr wirkt beide auch so ein kleines bisschen angeschlagen, wenn man das sagen kann, aber ich glaube, Tourleben an sich ist auch immer eine recht anstrengende Sache, oder? Ja, wir danken auf jeden Fall, dass du uns ein wenig Zeit vertreibst hier auf Tour, bevor wir auf die Bühne gehen können, denn es ist schon eher monoton, das Tourleben. Gut, jetzt verstehe ich ihn nicht so sehr, weil er kann den ganzen Tag rauchen, er hat eine Beschäftigung, aber für mich ist das schon sehr langweilig und deswegen freue ich mich so auf ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Tapetenwechsel heute Abend. Dankeschön. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir mit euch mal so ein bisschen Tourleben durchmachen und vielleicht mal so versuchen, so hinter die Kulissen zu gucken. Hab dann in den Vorgesprächen aber gemerkt, das hast du ja auch schon angedeutet, dass der Alltag auch manchmal gar nicht so spannend ist. Ist alles auf diese 2 Stunden auf der Bühne ausgerichtet, oder? Und der Rest ist Warten. Ja, also sowohl die Leute, die mit uns auf Tour sind, die Technik, die Hands, die arbeiten halt von morgens um 7 bis zu dem Augenblick, an dem der Kabuki runterfällt und wir sozusagen das Intro gestartet haben. Man merkt, dass so die Leute haben zwar die eine oder andere Minute Freizeit und sitzen da nochmal rum und trinken was und essen eine Kleinigkeit, aber am Ende des Tages leben auch die Jungs wirklich nur für diesen Augenblick, bis der Vorhang fällt. Und bei uns ist eigentlich so fast genauso, nur ich meine, wir sind jetzt nicht so von wegen den ganzen Tag so, okay, krass, 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 heute Abend, oh mein Gott, wir sind da schon ein bisschen abgebrüht. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei, ne? Die sind sehr, sehr lange schon vorbei. Wir sind immer nur darauf erpicht, sozusagen den Tag halt irgendwie so nutzen zu können. Und du kannst nicht viel machen, weil beispielsweise heute in Hamburg draußen ist einfach Ausnahmezustand. Ja, und ich kann auch nicht sagen, jetzt irgendwie Shindy oder Arafat oder Ali, komm, wir gehen jetzt mal raus, wir spazieren ein bisschen, so wie wir gucken uns die Stadt an. Das klappt nicht. Das bedeutet, dass unser Alltag schon relativ auf den Tourbus begrenzt ist. Und im Tourbus selber kannst du nicht viel machen, außer schlafen, Film gucken, Fernsehen gucken. Und das war's dann doch schon. Und ja, deswegen wäre das für euch oder auch für die Leute so hinter der Kamera oder auch für unsere Zuschauer, um nicht unbedingt spannend zu sehen, wie wir den ganzen Tag rumsitzen, Zigaretten rauchen. Ich gucke denen beim Zigarettenrauchen zu. Ich flüchte vor den Rauchwolken. Wollte ich gerade sagen, schimpfst, wenn zu viele in deiner Umgebung rauchen? Den ganzen Tag bin ich nur am Meckern, so Thaddäus-mäßig. Und irgendwann treffe ich Shindy dann hinter der Bühne, so 2 Minuten vorm Auftritt und dann geht's halt los. Ja, ja. Du stimmst dem Ganzen zu. Wenn du was zu sagen, also was dazu beisteuern möchtest. Wenn ich was zu sagen habe, dann melde ich mich einfach. Okay, ja, genau. Dann bleib da. Aber dann lass uns trotzdem ein kleines bisschen über Tour nochmal reden, denn es gibt so per Videoblog natürlich ein Highlight, das passiert ist. Aber erstmal von euch, Eindruck von der Tour. Besonderheiten, irgendwelche persönlichen Highlights? Also ich bin ja mittlerweile, glaube ich, schon zum 11. Mal auf Tour oder irgendwie sowas. Also auch auf meiner eigenen Tour. Früher noch eine Asa-Tour gespielt und was mir ganz, ganz stark auffällt dieses Jahr ist die Tatsache, dass die Leute im Publikum sozusagen extrem mitmachen, ohne dass wir die Leute auffordern. Also früher ist das so, ich hatte immer das Glück gehabt, dass ich immer schon ein gutes Publikum hatte. Die Leute hatten immer Bock gehabt auf Bushido-Konzerte. Sind dann auf die Konzerte gekommen, haben sich gefreut und haben dann mitgemacht, wenn man ihnen gesagt hat, ey, seid ihr laut und wo sind die Hände und sowas halt, was man halt auf der Bühne so abspult. Dieses Mal ist das so, schon seit dem ersten Konzert in Wien, dort war unser Tourstart, Kabuki fällt, wir rappen, erster Track, Fotzen und alle Leute sind am Grölen, alle rappen die Hook mit, aus Spaß, hören wir dann mal während der Hook auf zu rappen, das Publikum backt uns sozusagen, ohne dass wir einen Ton sagen, die Hände gehen hoch, permanent, ohne dass wir die Leute auffordern müssen und das ist so ein grundlegender Unterschied, den ich sozusagen jetzt gerade erkennen kann. Die Hooks werden immer komplett mitgerappt, egal ob jetzt bei Fotzen oder bei Haifisch oder bei Bleipatronen oder egal was es ist, Sporttasche, die Leute gehen richtig krass ab und ich weiß eigentlich gar nicht warum. So. Ja. Ja, ich meine, am Ende ist es dann der Status und vielleicht auch die Zeit, die wir haben, in der die Fans, habe ich das Gefühl, also eine komplett neue Generation noch dazugekommen ist, die noch intensiver sich mit den Texten und mit den ganzen Künstlern beschäftigt. Also das merkt man an allen Ecken, finde ich. Ja, kann sein, nur ich finde, dass sozusagen die neuen Leute sich vielleicht nicht intensiver mit Texten befassen, sondern dass die vielen neuen Leute, die dazugekommen sind, was ich auch so sehe, ich sehe das genauso wie du, die haben einfach Bock auf Assi sein.
So, die haben Bock auf Assi sein während der Musik. So, die grölen dann beispielsweise, du Fotze liegst im Straßengraben und ich habe nachgeladen und ich bin kein kleiner Drogendealer, ich bin ein Baron und so. Das sind halt schon Sachen, die sind relativ straight, bisschen plump auch, primitiv und halt einfach assig. So, viele Beleidigungen, viele Ausdrücke. Und ich habe für jeden von euch Hurensohn, Bleipatronen. Gestern in Berlin, die Halle hat so laut geschrien, ja, dass ich einfach denke, wenn man dann jetzt sozusagen dann mal wieder zurückkehrt und dann vielleicht mal eher so Songs spielt, die vielleicht ein bisschen politischer korrekt sind, dann wird es auch schon ein bisschen ruhiger. Ja, außer jetzt so Hits wie Alles wird gut und so, da rasten die Leute aus und da sind auch keine Ausdrücke dabei. Aber man merkt so, dass Sonny Black irgendwie, glaube ich, auch die Leute anspricht aufgrund der Tatsache, dass da wirklich monster viele Ausdrücke dabei sind. Und dass die Leute einfach Bock haben, Rap-Musik zu hören und in diesen 3-4 Minuten einfach dann auch sagen zu können, so, ich ficke deine Hurenmutter in den Uterus und sowas, weißt du, so, das ist so, darauf haben die Leute Bock und das habe ich echt gemerkt, also es hat mich auch ein bisschen gewundert. Das hat mich bei Sonny Black schon gewundert, weil Sonny Black haben wir relativ underground-mäßig rausgebracht, so, ja, wir haben jetzt keine riesen Kiste gerührt und so. Und das Ding ist ja durch die Decke gegangen mit 80.000 am ersten Wochenende und so. Und da waren wir schon echt so krass. Ne? Stimmt, also. Die ich dazu eingesammelt habe, ist, das ist der Bushido, den sich dann die Fans alle wieder gewünscht haben. Und da sind wir dann im Prinzip auch mal der Frage zu diesem Release, weil seitdem haben wir uns ja auch nicht unterhalten. Du hast schon gesagt, das ist extrem erfolgreich gewesen, oder es ist erfolgreich gewesen. Es gibt ein extrem gutes Feedback. Fühlt sich dann auch gut an, das Album? Ja, auf jeden Fall. Nur das Lustige ist, dass Sonny Black aber noch so eine, Sonny Black befindet sich noch in so einer Twilight Zone zwischen so der alte Bushido, der so korrekt war, weil er halt auch irgendwie 35 Jahre alt war und so, weißt du, dann halt auch mal irgendwie auch mal über seine Tochter rappt oder vielleicht auch über seine Mama oder halt so eine Sachen halt, ne? Und dann halt der Bushido, der halt dann zu dem Zeitpunkt halt ein bisschen so zwiegespalten war, weil die ganzen Leute halt auf den Sack gehen, die Presse halt nervt. Diese Taliban-Scheiße und sowas alles und du einfach nur sagen möchtest, fickt einfach alle eure Mütter. Aber das war noch so ein Zwischending. Ich glaube, die Sachen, die jetzt kommen werden, werden auch im Gegensatz zu Sonny Black einfach noch viel expliziter und viel härter werden. So, weißt du, weil es fühlt sich einfach auch geil an. So, weißt du, so, ich stehe gestern auf der Bühne. Normalerweise habe ich mir immer gedacht, okay, so meine Tochter ist da, meine Frau ist da, viele Freunde, viel Familie, Ärzte, Anwälte und so. Also Menschen aus meinem alltäglichen Leben sind natürlich auch da gewesen. Mein Zahnarzt kommt vorbei und dann hat man immer so gedacht, oh Alter, erster Song gleich fotzen und irgendwie mal gucken. Aber es hat sich gut angefühlt, Mann. Und die Leute nehmen das auch auf. So. Und die Leute nerven vor allem auch nicht mehr. Dieses, ja Bushido, du musst jetzt aber wirklich mal langsam deinem Alter entsprechend auch Musik machen. Nein, so, weißt du, und ich stehe auf der Bühne, ich sage so, wo kann ich ins Knie ficken? Und alle brüllen und sagen so, ja Mann, der kann sich ins Knie ficken. Und diese Bestätigung, die ich mir mit Sonny Black geholt habe, und auch mit Leben und Tod ist keine Glöckler, also das fühlt sich sehr gut an. So. Und das gibt mir auf jeden Fall auch die Motivation, da auch viel, viel härter noch weiterzumachen. Das heißt, so ein Schritt zurück von dem, was so in deiner Karriere zwischendurch mal gewesen ist, der Schritt immer weiter in die Mitte der Gesellschaft, genau. Den Leuten gefallen und so, das wird es nicht mehr geben? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es wird doch keine Kopfhochmusik mehr geben und keine Musik mehr mit, ja, hey, komm und so, du schaffst das schon und früher warst du nicht so gut in der Schule und die Lehrer haben nicht an dich geglaubt. Und der ganze Bullshit, den jeder Künstler heutzutage als erste, zweite Single rausbringt, ja, das, sowas wird es bei mir nicht mehr geben, Mann. So, du kannst eigentlich jede Single oder jeden Song, den ich machen werde oder den ich jetzt auch schon für die ganzen neuen Sachen gemacht habe, die sind einfach nur diese Fick-deine-Mutter-Attitüde so und alles andere will ich gar nicht mehr machen. So. Das heißt, früher war es gar nicht der echte Bushido zwischendurch? Ja, was heißt nicht der echte, natürlich, aber das war halt so eine Art Experiment und es war halt auch eine Sache, man will ja auch, man wollte auch versuchen, sich ja ein bisschen anzupassen, so, verstehst du, weil wenn man den ganzen Tag hört, so, ja, du musst hier und du musst da und du musst hier oder überleg dir mal und so, dann hieß ja aus, ja, okay, vielleicht wenn ich mit meiner Frau, so gehe ich zum Frauenarzt, so, quatscht mich die Frauenärztin vor, so, ja, alles wird gut, super Song, hat mir total bei meiner Trennung geholfen und so, weißt du, und denkst dir, okay, freut mich und denkst dir dann auch, scheiße, wenn ich jetzt das nächste Mal mit meiner Frau zum Frauenarzt komme, so, dann ist bei meinem nächsten Song halt Bleipatronen und Fotzen und keine Ahnung was und Haifisch und so, weißt du, und dann guckt man halt so, aber die Leute haben das auf jeden Fall akzeptiert und du musst den Leuten einfach auch klar machen, dass sie es zu akzeptieren haben. Denn die Musik, die du als Künstler machst, ist deine Musik und es ist deine freie künstlerische Entscheidung, die du selber für dich triffst. Ja? Und die habe ich für mich getroffen und macht Spaß. Macht einfach Spaß und das ist auch das Größte und das Wichtigste an der Sache. So, ich habe einfach wieder Bock drauf und Leute beleidigen und rumpöbeln und so, andere Leute auch dissen und sowas. Egal, ob das ein Rapper oder Politiker oder Menschen aus dem normalen Leben sind, so, das macht einfach Bock. So Leute beleidigen und so, das ist einfach geil.
Entertainment. Zum alles nicht so ernst nehmen. Doch, sollten wir schon ernst nehmen. So, wenn ich sage, Kaçan Candela, diese Hurensohn-Clique, dann sollen die das auch schon echt ernst nehmen. So, weil ich wirklich jeden einzelnen von diesen Bastarden halt echt scheiße finde. So. Natürlich bei White Titty ist dann schon so ein bisschen so lustiger gemeint, so, weißt du, so, weil, wie gesagt, die tun ja einem nichts. So. Das ist dann so ein bisschen so mit Klischees spielen. Und MC Fitti hat es ja auch lustig aufgenommen. So, und ich habe auch gegen Fitti habe ich nichts. Ich finde seine Musik scheiße. So. Ich finde so, das, was er macht, auch bei RTL 2, finde ich halt auch kacke. Aber er persönlich ist einfach ein netter Typ und der hat halt mit der Sache, ist auch gut umgegangen und so, weißt du. Und wenn er jetzt irgendwie morgen, der wollte übrigens gestern kommen, der Penner, Alter, ist er nicht gekommen. War der nicht da? Nee. Ich habe so einen Typen im Publikum gesehen, der sah so ähnlich aus, aber. Links, ja, links, auf der Bühne links, ne, an der Bar, ne. Ja, und, aber ich weiß nicht, ob das war, aber selbst wenn er kommen würde, ich würde mich freuen, weißt du, so. Easy. Backspin. 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 Backspin.